Mir wird langsam echt schwindelig, gell? Oh, warum die ganze Zeit so runtergehen? Moment, ich muss mal ganz kurz. Dieses Geräusch mit dem, wenn man da drauf klatscht, wie so gestrandet am Bad. Und damit Servus und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Frisbees. Heute mit zwei bildhübschen Damen mit sehr außergewöhnlichen Namen. Tirza und Bente. Und los geht's. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Tirza. Dann fangen wir auch mal an direkt mit der ersten Frage. Im Deutschen Frisbee-Sportverband gibt es vier Komitees. Welches gehört nicht dazu? A. Nationalteamkomitee, B. Spiritkomitee, C. Regelkomitee oder D. Spielordnungskomitee? D. D. Spielordnungskomitee ist leider falsch. Super Frage. Ich weiß, ich habe sie mir auch ausgedacht. Ja. Das Nationalteamkomitee. Also A. Ja. Leider falsch. War klar. Es wäre gewesen B, Spiritkomitee. Zweite Frage. Der Weltverband für Frisbee-Sportarten trägt welche Abkürzung? A. WFFD, B. WDF, C. WFDF oder D. WDR? Das weiß ich. C. WFDF. Damit hast du tatsächlich recht, weil es ist die World Flying Disc Federation. C. WFDF. Oh, Girl. Boy, das hast du ja richtig gut gemacht. Ja, richtig. Weißt du denn auch, wofür das steht? Ja, ja. Gut. Weißt du's? Bestimmt. World Flying Disc Federation. Wow. Hast du das gewusst oder nur geraten? Nein, das stand auf Wikipedia. Ich habe mich gut vorbereitet. Echt jetzt? Ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen. So gut bin ich nicht vorbereitet. Drittens. Welcher Staat ist im Ranking des WFDF auf Platz 1? A. USA, B. Japan, C. Kanada oder D. Australien? USA. Ja gut, war ja auch eigentlich logisch, ne? Tja, ich tippe jetzt mal auf Kanada oder USA. Ah nein, ich sag Kanada. Nein, da sage ich USA. Ich habe jetzt gar nichts gesagt. Und du sagst du USA? Ich sag USA. Du sagst USA? Ich sag USA. Ganz sicher? Nein. Ja, du musst dich halt für eins entscheiden. Ja, ich sag USA. USA ist richtig. Danke. Ja? Bitte. Viertens. Wie lautet der korrekte Artikel für Frisbee laut der 24. Auflage des Duden? A. Der Frisbee, B. Die Frisbee oder C. Das Frisbee? Gibt's auch D, es hat keinen Artikel. Nach neuester Auflage, ja. Ich weiß nicht, also, ob das die neueste anders? Auflage ist, die ich im Schrank stehen habe, aber laut der 24. Also ich nehme an, da hat sich nichts geändert. Das Frisbee. Ist das deine finale Antwort? Ja. Dann sage ich das Frisbee. Das Frisbee? Right, ist richtig. Ja gut, natürlich. Also ich hätte es nicht gewusst, das ist richtig. Frage 5. Selbst in der DDR gab es Frisbee-Scheiben. Trotz Mauer gelangten sie gegen Ost. Wie wurden sie laut Wikipedia dort genannt? Wenn du es ja gelesen hast. Ja, das ist A. Luftteller, B. Schwebedeckel, C. Fliegende Untertasse oder D. Frisbee? Schwebedeckel. Du bist ja echt top vorbereitet, scheiße.
Bestimmt Schwebedeckel. Das ist die dümmste Antwort. Richtig. Schön. Frage Nummer 6. Im Ultimate Frisbee gibt es einen Spielzug, der sich The Greatest nennt. Wie sieht dieser aus? A. Da muss jetzt nur zuhören, da haben wir leider keine Tafel. A. Die Scheibe fliegt ins Aus und der Spieler springt so im Feld ab, dass er die Scheibe in der Luft fängt und sie, ohne den Boden zu berühren, wieder ins Feld wirft. Oder B. Die Scheibe wird schnell in kurzen Pässen in die Endzone gespielt, ohne dass ein Gegenspieler die Möglichkeit hatte zu zählen. Oder C. Der Begriff ist frei erfunden, du Mongo. Stell mal leichtere Fragen, Spasti. So spontan C. Das ist A. Ist es A? Ja. Richtig. Ist das deine finale Antwort oder willst du mich nur verarschen? Weiß ich nicht. Willst du mich verarschen? Ich weiß es auch nicht. Du musst ja die Fragen beantworten. A. A. Bente, du hast einen Lauf, das war ja wieder richtig. So, ihr steht momentan gleich auf. Wirklich exakt gleich auf. Gleich auf kann man nicht stehen. Haben wir auch die gleichen Fragen richtig beantwortet? Ja. Super. Jetzt kommen nämlich Schätzfragen. Jetzt nimmt sich jeder mal 3 oder 4 Blätter und Netting. Und ich stelle euch jetzt Fragen und ihr müsst die korrekte Angabe auf den Zettel schreiben, wenn ihr denn denkt, dass es die korrekte Angabe ist. Und dann gleichzeitig bei 3 hochhalten in die Kamera, dass wir es alle lesen können. Wir können auch nicht sehen, was der andere schreibt. Ja, ist ja eigentlich auch scheißegal. Weil, ne? Ja, okay. Mhm. Schätzfrage 1. Im Deutschen Frisbee-Verband sind Vereine registriert. Im Landesverband Rheinland-Pfalz-Saar sind es momentan wie viele? Eins, zwei, drei. Gut, damit ist Bente näher dran, weil es sind 9. Was? Es sind 9. Wenn du dir mal überlegst, was ist denn der nächste Verein? Ja, aber ich hatte das wäre ja Naststätten, ne? Ich kenne ja nichts. Also der uns am nächsten liegen würde. Kann ja sein, dass woanders mehr los ist. Und ja. Der Bremer Discgolfer Simon Lizotte warf bei den Fall Desert Wind Open in Nevada bei seinem ersten Wurf seine Scheibe so weit, dass er den bestehenden Weltrekord für den weitesten Wurf einer 157 Gramm Scheibe um 8,2 Meter überbot. Wie weit hatte er geworfen? Wie weit kann ich werfen? Mal 130. Eins, zwei, drei. Scheiße, jetzt muss ich rechnen. Oh, das will ich nicht. Also der bestehende Weltrekord liegt bei 263,2 Metern. Das heißt, Tirzer liegt näher dran, ne? Oh, ja. Knapp. Und ihr seid wieder gleich auf. Jetzt kommt die letzte Frage und es geht jetzt echt um die Wurst. 3. Wie viele unterschiedliche Disc-Sportarten sind im WFDF registriert? Es gibt ja nicht nur Ultimate, es gibt ja auch noch andere Arten des Frisbee-Sports. Danke. Nur... Sonst hätte ich die Frage auch nicht verstanden. Okay, dann... Darf ich nach Hause gehen? Hätten die gleich Antwort eins, geben sollen. 1, 2, 3. Ja. Soll ich den Gewinner jetzt schon verkünden? Nee, gar nicht. Naja, gut, das ist die richtige Antwort, wären 6.
Damit hat die Bente die richtige Antwort geliefert. Falls es euch interessiert, das sind die Sportarten Ultimate, Beach Ultimate, Disc Golf, Freestyle, Guts und Overall. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und die vierte Ausgabe des Frisbees hat unsere liebe Bente gewonnen. Der Preis: ein Pizza etwas. Pizzabällchen. Glückwunsch und man sieht sich dann bei fünften Ausgabe, je nachdem wie lange das Format noch geht. Darf ich auch gehen? Ja, danke. Da gehen wir jetzt ganz aus dem Bild. Sehr gut.